Guten Tag, meine lieben Freunde. Wir sind weiterhin auf der Road to Armee Lager Level 8. Jo, und der erfüllt uns, denke ich mal, wieder den nächsten Schritt, den wir brauchen, um da anzukommen. Ich gucke bloß gerade mal, wie ich am besten reinkomme. Hier ist der bessere Bohrer. Dann gehen wir mal von hier aus rein. Probier das mal ein bisschen zu verteilen. Hahaha, ha, ha, am Arsch. Ich dachte, ja, verteilst du das mal ein bisschen? Alter, die Heiler sind nicht im Rage. Alter, das ist nicht euer Ernst. Jetzt sind sie komplett im Rage drin. Und jetzt ragen wir auch die Mauerbrecher. Und dann ist das eine Nummer, die hier richtig gut losgeht. Hoffe ich mal. Juhu. King geraged. Mauerbrecher wieder sparen. Weil wir haben, denke ich mal, bei der Queen nicht die Ambition, dass sie jetzt rausgehen möchte. Ganz genau. Sie möchte drinnen bleiben. Sie möchte nicht nach draußen gehen. Draußen ist es sehr schlechtes Wetter. Deswegen bleibt sie einfach mal drin. Da wird sie nicht nass. Da braucht sie keinen Regenschirm. Und schon sind wir dabei. Das sind einfach nur Punkte, die dafür zählen, in der Base zu bleiben. So. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ja? Wenn er sagt, der ist halb so krank wie ich, dann ist es auch schon ziemlich cool. Wäre auch schon Fall, eventuell meinen Arzt aufzusuchen, aber passt. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn eventuell in der CB? Die könnten wir natürlich hier mal gegen splashen, aber nee, kommt. Die haue ich jetzt nicht raus. Weil das halt wirklich hier so ein Heimspiel ist. Hier ist nichts mehr. Und die kann nur noch in die Richtung rennen. Dann kann sie sich auch die Zeit lassen. Dann brauche ich da draußen keine Truppen verballern. Weil so viel Dunkles bekomme ich da auch nicht. Genau. Jetzt dann noch hier ein bisschen eventuell, genau, eventuell die Kanonen noch relativ schnell platt machen. Ich habe noch die Ability. Nicht, dass es heißt, ich hatte noch die Ability. Ja, sehr geil. Sehr geil. Und das ohne die CB zu nutzen. Und nur einen Rage, glaube ich. Wenn ich da ganz richtig war. Könnte auch sein, dass zwei waren. Jetzt wollen wir das hier gar. Oh, richtig edel von den Bogies hier noch schön den Minenwerfer weggesnackt. Richtig nice. Alter, ist das alles noch in der. Im Town Hall? Krasses Pferdchen. Der kommt mir natürlich gelegen. Ich sag mal, so ein Drache jetzt in dem Bereich. Der könnte natürlich ein bisschen was bringen. Komm, Rage. Also, Ability. Ah, der rennt natürlich schön dem King hinterher. Das ist natürlich nicht so, das Gelbe vom Ei. Der hätte natürlich schön auf dem Town Hall bleiben dürfen. Aber so ist das halt. Ja, das wird dann nichts mehr. Schade. Knappe Kiste. Habe ich hier wirklich außen vielleicht noch was übersehen? Weil der doch noch relativ viel Loot war. Aber ist, denke ich mal, definitiv okay. Dann will ich schon mal die Katze aus dem Sack lassen und würde mal sagen, es ist Zeit für den Inferno. Dass ich halt wirklich einfach wieder zusätzlich ein bisschen Ruhe reinbekomme und nicht mehr sagen muss, gut, okay, ich muss jetzt aufs Gold achten. Weil am Arbeiter habe ich genug, das passt. Ich habe jetzt wieder noch einen freien Arbeiter. Und auch hier nur noch 16 Stunden muss man halt wirklich immer wieder im Kopf haben. 16 Stunden, dann 2 Tage, das dauert halt noch relativ lange. Aber dann passt das. Und dann wird mir halt die Luftbombe angezeigt, die mir wirklich total Banane ist, echt. Die kommt jetzt definitiv nicht rüber. Beziehungsweise die wird jetzt nicht gemacht. Wir haben noch, ja, knapp 500.000. Die wir brauchen für das Armeelager. Richtig geiler Loot und den nehmen wir. Oh, hier könnte man sogar innen drinne, wenn man jetzt richtig CB-Truppen hätte, könnte man die halt richtig spammen. Aber ich vertraue der Queen da und hoffe, dass sie nicht diesen Kreis durchbricht, sondern dass sie schön an der Seite langläuft. Und hoffe ich einfach.
mega geil hier verteilt. Der X-Bow, der geht dann relativ schnell gleich down. Und besser kann ich es ja gar nicht haben. Ich würde gern warten, weil hier der Magierturm, der gefällt mir nicht so. Ja, doch, dann muss ich jetzt hier setzen. Gehe ich ganz schnell rauf. Jetzt noch die Ability gezündet. Ganz genau. Und jetzt geht es schön an der Seite lang, wo ich lang gehen möchte. Schön an der Mauer lang rasieren. Und immer noch den Rest hier stehen lassen, dass sie sich immer links, rechts sozusagen orientieren kann. Und nicht sagt, ach naja, okay, draußen habe ich ja nichts mehr, dann gehe ich mal rein. Das will ich ja in dem Fall halt nicht. Ich überlege halt, ob ich noch ein bisschen was lasse. Nee, Queen jetzt nicht. So. Dann muss halt die Kanone hier noch weg. Aber den Loot würde ich hier gern schon noch mitnehmen. Hier ist nicht viel, da ist nicht viel. Halt die Lager. Das ist halt mega nice. Ich glaube, 300, genau, 300 habe ich jetzt schon vom Elix bekommen. Und ich denke, wenn die sich jetzt nicht total doof anstellt, sollte die hier schön reinmarschieren. Da halte ich jetzt die Füße still, dass die mir die Luftabwehr, die Heiler jetzt die Luftabwehr killen will. Andersrum, die Luftabwehr will mir die Heiler killen. Da muss ich jetzt halt wirklich Augen zu und durch. Drei Heiler habe ich noch. Passt. Der eine wird dann garantiert vom Inferno gebrutzelt. Aber das ist noch alles safe. Das ist noch kein Thema. Und ich denke, dass die Reichweite vom Inferno nicht ganz ausreichen wird. Oder nur ganz, ganz knapp dran rum friemeln wird. Ich denke, das müsste passen. Die sollte jetzt nicht reinschießen, sondern sollte jetzt weitergehen. Ah. Ja, der Rage war blöd. Der war. Doch, der war noch gut. Der war noch gut, weil sie dadurch schneller aus dem Milieu rausgegangen ist. Das ist vollkommen egal, dass die jetzt gebrutzelt werden. Das ist vollkommen klar. Aber das war ganz nett. Das war ganz nett. Und ich lasse weiterlaufen, weil sie eventuell noch die Goldmine knacken könnte. Na genau, wenigstens noch ein paar Hits oder zumindest einen Hit nochmal. Einwandfrei. Guckt's euch an. 60.000 für die Heiler ausgegeben plus 33, also effektiv 100.000 plus ein bisschen was. Einwandfrei. Das ist doch in Ordnung. Und mit Bartsch hätte man den meiner Meinung nach nicht so hinbekommen. Glaube ich nicht. Also klar, wäre auch eine Menge gegangen, auf jeden Fall. Nebenbei kann ich jetzt nur noch mal kurz sagen, ich könnte jetzt mal hier ein Armeelager upgraden. Mäuschen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ganz klare Sache. Und das ist richtig gut. Da ist mir ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Jetzt habe ich alle Arbeiter wieder beschäftigt. Ich kann jetzt den King nicht upgraden. Aber jetzt kommt noch eine Sache, die ihr jetzt so gar nicht seht. Klar, wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr es. Der Boost ist gerade ausgelaufen. Das heißt, man ist durch. Man hat einfach wirklich alles geschafft, was man schaffen wollte. Man ist diese Last weg. Okay, ich kann jetzt halt wirklich durchstarten mit dem Rest. Ich habe viel zu viel Mauerbrecher. Und das ist mega genial. Jetzt kann ich richtig schön Bogies noch bauen. Und das kennt jeder, dieses Gefühl. Man sagt sich, oh gut, jetzt habe ich das erreicht. Jetzt bin ich gut durch. Passt. Das ist richtig cool. Das macht Spaß. Und das ist so eigentlich so mit das beste Gefühl, finde ich, bei Clash of Clans. Dass man halt wirklich sagen kann, jetzt kann ich durchatmen. Jetzt habe ich das geschafft. Schauen wir mal, wer sich hier zur Verfügung stellt. So als Versuchskaninchen. Wie gesagt, klar, drei Heiler ist natürlich jetzt nicht der Knüller. Ich überlege jetzt gerade mal.
Ist noch ein Vierter geworden. Dann kannst du mich gerne angreifen. Ja, haut raus. Haut einfach raus. Das ist doch, mache ich gerne. LL. So. Klar, jetzt muss ich nicht drauf achten. Gleich zwei Zuschauer. Läuft auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, wie kommen wir rein? Wie kommen wir am besten rein? Ich denke mal über die Flanke hier. King gleich nochmal hier zeigen, was er kann. Ich weiß gar nicht, was habe ich in der CB? Oh, habe ich wieder nicht ganz aufgepasst. Oh ja, okay, gute Magier auf jeden Fall. Das ist dann schon eine ziemlich nice Nummer. Ich kann ja ausnahmsweise mal ragen. Also ein Rage-Spell nutzen, sagen wir es mal so. Auch wir haben ein bisschen sehr viel Mauerbrecher gespammt, aber gut. Die sind auch ein bisschen sehr komisch gelaufen insgesamt. Bäm, Junge. Naja, immerhin schon mal ein bisschen was von der Mauer kaputt gemacht. Noch kein Rage genommen. Klar, im normalen Fight hätte man jetzt die Truppenkombination noch anders genommen. Aber es war ja wirklich so ein random Ding. Einfach mal rein und mal gucken, was geht. Ability habe ich noch. Ich kann jetzt eigentlich, kann ich jetzt einfach auf gut Glück, weil ich halt die Zeit nicht so ablaufen lassen möchte, klar, dass ich halt wirklich noch schnell unterwegs bin hier. Dunkles kommt jetzt. Nee, erst Luftabwehr, dann Dunkles. Und dann sollten wir uns der Sache hier widmen. Sobald der Minenwerfer weg ist, könnte ich die Ability zünden. Ganz genau, weil ich dann halt meine Bogies halt noch ein bisschen länger zur Verfügung habe. Ist um einiges schöner. Jetzt sind sie jetzt zwar auch wieder fast down gegangen, alle. Hau ich hier jetzt raus. Um wirklich die Zeit nochmal. Genau. Aber der, mir fällt gerade auch auf, der war ja auch so weit maxed out 8. Klar, man hätte jetzt von beiden Seiten halt angreifen. Ja, Queen, du machst es, du bist es einfach mal. Aber da bin ich dann knapp bei 80%, würde ich sagen. Das geht. Ist okay. War jetzt nicht die Krönung auf jeden Fall, aber wie gesagt, mit den Truppen war das in Ordnung. Aber jetzt würde ich natürlich. Auch wieder, wenn ich jetzt zusammenzielen würde, würde ich natürlich auch sagen, oh Mann, was hast du an Elix verbraten, würde gar nicht gehen. Klar. Ja, genau. Und dann fang an, die Mauer kaputt zu machen. Jo. Krass, richtig übel Truppen verballert. An die Kaserne kuschelt. Ja, genau. Gegen Rathaus an. Ja. Das passt auf jeden Fall, das finde ich ziemlich nice. Ja, Bambuskrieg, klar, kriegen wir auch hin. Wie gesagt, man muss dazu sagen, die Truppen sind nicht komplett vollzählig. WTF? Das ist ja geiler Scheiß, dass man das dann gleich in der Variante sieht. Cool, muss ich auch geändert haben. Von hier rein, dass ich hier gleich die Luftabwehr wegballern kann. Und dann natürlich gleich hier schon mal ein bisschen gucken, dass die Mauern kaputt gehen, ganz genau. Dann hier außen noch mal ein bisschen rasieren, dass die Queen halt wirklich reingeht. Hier auch noch mal ein paar Pünktchen sammeln, also weil die ja hinten rum ein bisschen low unterwegs sein wird. Ach so, ich habe noch was, genau, die CB-Truppen waren ja gar nicht so verkehrt. Hier viel zu viele Mauerbrecher auf jeden Fall, klar.
Und halt, wie gesagt, ich habe ja nicht die kompletten Truppen. Muss man ja einfach wirklich hier Gift, noch ein Gift und noch ein Gift, um vielleicht, ja, wie gesagt, Helden ist ja eh Blödsinn, die Helden zu giften. Das macht ja null Sinn. So, Rathaus geht down und dann halt wirklich noch die 50% machen, dass man halt da dann da sitzt, dass das passt. Wir haben noch zwei Heiler, die halt jetzt noch wenigstens geraged werden können. Komm, King. Jo, King ist weg. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wenn jetzt die Heiler. Ah, dai, 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 dai. Ja, jetzt sind die Heiler weg. Schüsselmenüssel. Alter, wurde nur ein Stern. So. Jetzt gehen wir in den Aggro-Mode über. Wir hauen hier jetzt einen Rage rein und ballern hier richtig schön die Hardcore-Mauerbrecher lang und haben gar nichts damit erreicht. Schade. Hätte ja sein können. 40%, jiha. Schade. Aber wie gesagt, die Truppen waren ja auch nicht komplett. So, jetzt ist aber auch gut genug hier. Wer will nochmal? Ich greife mich mal selbst an. Das konnte auch wieder nur Nova machen. Ah. Ja, der musste jetzt sein. Das ist natürlich klar. Immer directly into the face from myself. Wie greife ich mich selbst an? Scheiße. So ein Arsch. Aber da musste ich jetzt angreifen. Ja, wo ist? Ich habe gerade den die Maus nicht mehr gesehen. Jetzt hau ich mal ein bisschen mehr Mauerbrecher raus, weil mir die ja beim letzten Mal zu viele noch da waren, sage ich mal. Achso, CB fällt mir jetzt gerade noch ein. Und hier haben wir natürlich eine ordentlich harte CB von mir selber. Also sprich, die halt hier die Base verteidigen möchte. Und ich hau gleich noch einen Rage rein, weil der Rage ist halt da. Den brauche ich nicht einsparen. Und jetzt wird hier Rathaus rasiert. King wird noch rasiert. Und dann denke ich mal, die 50% kriegen wir auch noch locker. Eventuell noch schön so ein bisschen. Ja, diese. So kann man auch einfach mal richtig schön Elix verballern. Ah klar, sich mal komplett selber anzugreifen, ist natürlich auch eine coole Nummer auf jeden Fall. Aber ich bin ansonsten mit der Base relativ zufrieden. Also die hat mir ja Nova gebaut und das ist so verkehrt. Also die soll wohl auch eine Internetbase sein, glaube ich. Und da echt cool. Also die hält ganz gut. Also wenn die einer nachbauen will, gerne. Also ist ja im Internet drinne. Aber das geht echt gut. Mit der Base. Werd auch se seltenst, also ich glaube, seltenst komplett gethreestart. Klar, liegt auch an der Liga, logisch, aber das geht. Das passt. Sollte jetzt klappen, weil die Kanone jetzt definitiv nicht mehr am Shooten ist. Das passt. Ja, 80% sehe ich hier nicht mehr. Da ist die Zeit einfach zu fortgeschritten. Jetzt hört die Kanone aber gleich wieder auf. Somit kann die Queen wieder so ein bisschen durchatmen. Aber das war es dann auch. Aber immerhin.
Passt. So, jetzt ist. Ah, kommt. Trollbase, Trollbase. Ah, schade, er hat die Infernos da. Ich hätte die Queen so gerne hier gedroppt. So fucking gern. Aber das geht mit den Infernos halt nicht. Da muss man halt wirklich, ja, mal gucken. Also, was heißt Trollbase? Da wirst du halt jetzt auf die Schnauze bekommen, weil du halt mit so einer Base gehst du nicht davon aus, dass man halt wirklich so hardcore wirklich auf den Sack bekommen kann. Jetzt muss ich bloß gucken, dass halt, ja genau, die Heiler gehen natürlich erstmal mit dem King mit, ist natürlich dann relativ klar und macht natürlich auch richtig viel Sinn, dass ihr den King unterstützt, aber gut, okay. Dann ist das halt so, dann muss ich halt gucken, dass die Queen hier innen drinne weiter regeln kann. Schönes Ding auf jeden Fall. Die hätte ich gerne nochmal angegriffen ohne den King. Dann wäre es halt definitiv noch mehr geworden. Aber okay. Hat nicht sollen sein. Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Mauerbrecheralarm! Ja, hier, guck mal. Also, es ist schon Troll hoch 25. Ist es schon. Weil man denkt, naja, ist ja nicht weiter wild und dann. Zack, passt das. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt mal eine ganz andere Folge. Und. Ist mega geil. Ist halt wirklich, das macht halt mit den Friendly Battles halt, macht das halt richtig Laune dann. Und dann sehe ich als nächstes nicht mal den King im Upgrade, sondern dann wirklich wieder die Queen, weil ich ja jetzt ein paar Tage lang, was heißt ein paar Tage, 16 Stunden lang nichts machen kann. Und dann denke ich mal, werde ich die Queen sogar wieder so weit haben, beziehungsweise das Dunkle, dass ich dann die Queen machen könnte. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.